Wer geht raus? Heck, Verwirrung, noch einmal. Rückversicherung bei Axel Ulmer. Die Sekunden verrauschen. Angespannte Lage bei Otto. Und dann geht er um die Bande und er ruft zu Hani. Gemeint war der Ägypter Ramsi, einer aus dem teuflischen äußereuropäischen Quartett. Rehagel weiht ihn in seinen verrückten Plan ein. Der Mund Rehagels ordert wie ein Wasserfall. Kurze, prägnante Anweisungen. Das muss jetzt alles schnell gehen. Rehagel läuft zurück. Und Ballack, das werden Sie gleich sehen, der kneift die Lippen zusammen, weiß um die heikle Situation. Und Rehagel schimpft vor sich hin. Ein unglaubliches Schauspiel hier. Ramsi, die mentale Verletzung vom Betzenberg, vom Hirn in den Schenkel, wird vom Masseur Loch abgeführt und vom fürsorglichen und sichtlich überraschten, in Anführungsstrichen, Otto Rehagel in Empfang genommen. Die Verletzung ist so schlimm, der liegt ja wieder am Boden. Der wälzt sich nochmal, lässt sich behandeln. Unfassbare Bilder. Harry Koch, Deutscher geht's nimmer. Dann ging's noch weiter, da humpelt er immer noch. Und Sie sehen schon, Ballack, der lacht. Und dann lacht auch er sich ins Hemdchen. Hani Ramsi. Tja, eine verrückte Sache hier am Betzenberg. Die Minuten danach, Otto Rehagel außer sich. Wie konnte mir, altem Hasen, das nur passieren? Also das war schon eine verrückte Geschichte mit dem Hani Ramsi. Wie er von Otto Rehagel gesagt bekam, er soll eine Verletzung simulieren. Und dann eine Minute später greift er sich an den Oberschenkel und humpelt vom Platz. Kurios war natürlich, dass Hani Ramsi dann den sterbenden Schwan gespielt hat und hat sie dann wieder ausgewechselt wurde. Aber da war es ja schon so spät. Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Michael Ballack, der war nämlich schon ausgetauscht, der saß auf der Bank, der hat sich nämlich sein Trikot genommen und hat sich über den Kopf gehalten, weil er so lachen musste. Und er wollte nicht, dass die Leute das sehen, dass alle auf der Bank lachen über Otto Rehagel. Hat er mir übrigens bis heute eigentlich übel genommen. Der hat die ersten Jahre nach diesem Vorfall nicht mit mir geredet und sagte zu mir über Mittelsmänner, ich hätte ihn vorgeführt damals. Das hätte ich nicht machen dürfen. Es passiert nur großen Trainern. April 2004.